dem sogenannten Weilerhaus in der Burggasse 9, vis-à-vis der Bücherei Morawer, wurde wortwörtlich neues Leben eingehaucht. Denn am vergangenen Freitag fand der offizielle Startschuss zur Inbetriebnahme des betreuten Wohnens statt, dem auch der steirische Rotkreuz-Präsident Werner Weinhofer und Bürgermeister Hannes Dolleschall beiwohnten. War nicht sofort von Anbeginn an klar, welche Funktion das Gebäude übernehmen sollte, so findet man jetzt eine ganz spezielle Art des Zusammenlebens vor. Ja, die Freude ist sehr groß, weil ich unzählige schlaflose Nächte gehabt, weil wenn man das Haus zuerst angeschaut hat, wie es benannt war, das war eine Bruchbude. Dann haben wir das Presse daraus gemacht und ich glaube, es ist ein Schmuckkastel geworden. Bei uns sind die Wohnungen wirklich leistbar, weil die Leute kriegen die volle Wohnbeihilfe. Weil es ist ja eigentlich mit der großen Wohnhaussanierung von Land Steiermark gebaut worden. Aber muss man sagen, natürlich super Architekten gehabt und die bauausführenden Firmen waren spitze, muss man auch sagen. Nach vierjähriger Bauzeit erstrecken sich nun auf 1160 Quadratmetern und 4 Etagen rund 11 alten- und behindertengerechte Wohnungen im hochwertigen Standard. Das Projekt mit Gebäudeteilen aus der Spätrenaissance stellte auch eine besondere Herausforderung für seinen Architekten, Herrn Diplom-Ingenieur Roland Thierrichter, dar. Also wir haben versucht, möglichst viel zu erhalten. Das Gebäude ist auch deshalb besonders, weil es auch im zweiten Obergeschoss noch Kreuzgewölbe gibt. Das ist nicht üblich. Mhm. Es ist aber so, dass wenn das Gebäude dann fertig ist, dann bietet diese historische Bausubstanz eine zusätzliche Qualität, die man mit einem Neubau so nie erreichen könnte. Mittlerweile sind alle Einzugsmodalitäten erledigt. Das Leben hat sich bereits eingelaufen. Und somit steht einem harmonischen Zusammenleben nichts mehr im Wege.